Gut, in anderen Beiträgen haben wir uns beschäftigt mit der Nachhaltigkeit und Systemen, versucht zu begreifen, ob dieser Ansatz der Systemik uns irgendwie weiterbringt im Verständnis dessen, was nachhaltig ist. Dazu haben wir einen ganz tiefen Blick geworfen in den Kosmos und nachgedacht, ja, eigentlich darüber, was die Welt im Innersten zusammenhält, und festgestellt, alles ist System, alles ist zusammengesetzt aus Systemen, die ein großes Ganzes machen. Das ist das Angebot der Erklärung zunächst mal der Zusammensetzung der Welt aus Teilen, die miteinander etwas tun, und wo aus diesem Miteinander etwas tun, aus diesen Interaktionen Funktionen generiert wird. Und diese Funktionen kommen zustande als sogenannte emergente Eigenschaften. Die bedingen, dass das größere Ganze, was dann entsteht aus diesem Konglomerat von interagierenden Komponenten, diese emergenten Eigenschaften können überraschend sein und definitiv häufig nicht berechenbar, beziehungsweise sind gekennzeichnet von nichtlinearem Wandel. Das ist etwas, womit wir uns auch schon beschäftigt haben. Nichtlinearer Wandel impliziert bereits, es gibt Wandel im System. Wenn etwas funktioniert, wenn etwas interagiert, heißt, da passiert eine Veränderung. Und da ist die Frage, warum gibt es eigentlich Veränderungen in dieser Welt? Und was machen Systeme in welche Richtung? Also es gibt diese komplexe Situation, dass wir etwa, wenn wir einen Blick werfen auf das globale Ökosystem, verschiedene Komponenten da drin existieren. Das sind die Arten, Pflanzenarten, Tierarten. Es ist auch der Mensch dabei, Homo sapiens, entstanden als eine Art, die uns besonders deutlich vor Augen geführt hat, eine Veränderung, nämlich insofern, als dass diese Art gewachsen ist, gekennzeichnet ist von einer Veränderung in Bezug auf Zunahme der Teile, die das ausmachen, was Menschheit bedeutet. Und dieses Wachstum hat in diesem Fall bedeutet, dass der Mensch sich als Art über die ganze Erde ausgebreitet hat. Und nicht nur ausgebreitet, sondern tatsächlich dann auch differenziert in dem, was er sich geschaffen hat oder was diese biologische Population ausmacht. Ein großes Anthroposystem, welches Teil ist halt von diesem globalen Ökosystem und wo drin viele neue kleinere Systeme wiederum entstanden sind. Also eine Differenzierung, die dann weit darüber hinaus ging, was jetzt die biologische Population angeht oder Bevölkerung auf verschiedenen Erdteilen. Der Mensch hat sich soziale Systeme geschaffen, seiner ausgeprägten Sozialität und der Fähigkeit zur Kooperation hat er sich politische Systeme geschaffen, bis hin zu Staaten und überstaatlichen Gebilden und Systeme, die die Arbeitsteilung organisiert haben, mit denen er Naturressourcen nutzt aus dem Ökosystem, aus dem globalen Ökosystem, in dem er hervorgegangen ist und von dem er lebt. Und es gibt Systeme, die einen Austausch, eine Interaktion bedeuten von Menschen, die ja fast vollständig entkoppelt sind von dem Austausch von Masse oder von direkt von Energie. Viele Systeme beruhen darauf, dass Information ausgetauscht wird, und auch das haben wir schon kurz angesprochen, dass Information letztlich auch eine Form ist von Energie. Also es wird Energie ausgetauscht und da wird dann eine Menge Start gemacht, nicht nur, es kommen diese zivilgesellschaftlichen Systeme zum Tragen, Wissenschaftssysteme, Kommunikations-, Finanzsysteme, die das alles ausmachen und die viel beanspruchen, die alle, auch wenn sie nur auf nicht materieller Basis existieren, tatsächlich nur
in dem Informationen hin und her bewegt wird zwischen Menschen, gibt es dennoch einen Anspruch auf Nutzung von Ressourcen. Das kostet halt Energie und am Ende kostet die Bereitstellung der Energie Raum. Und wir haben also dieses Wachstum der Menschheit gesehen und haben das erkannt als ein Teil unseres Problems, völlig klar. Das hat dann zu tun auch mit dieser Kurve, die wir häufiger schon gezeigt haben, dieses nicht-lineare Wachstum der Menschheit, ganz langsam im Bereich von Millionen von Menschen auf niedrigem Niveau zunächst aufgewachsen, die Menschheit, und dann ab einem bestimmten Punkt ein Regime-Shift, ein Klappen in einen neuen Zustand, nämlich der vollen Welt, dass der Mensch in der Lage war, die ganze Welt zu besiedeln und Ressourcen zu nutzen, an die Pleistozäne Menschen in Afrika nicht einmal denken konnten. Wachstum ist eine Veränderung. Wachstum ist etwas, was wir kritisch diskutieren im Kontext der Nachhaltigkeit. Die Frage ist, ob das eigentlich was Natürliches ist. Die Frage geht zurück auch zum Menschen- und Weltbild, insofern, als dass wir eigentlich sagen, der Mensch ist aus dem Ökosystem hervorgegangen. Alles, was er tut, ist dann auch Natur und ist natürlich. Frage ist, gibt es ein solches Wachstum, auch exponentielles Wachstum, ein Eskalieren regelrecht einer Population, eines Teilsystems, gibt es das auch in anderen Fällen? Dazu heute dann hier etwas mehr Beschäftigung mit der Frage, was treibt Veränderungen eigentlich an in Systemen, in natürlichen Systemen. Und hier gehen wir jetzt zurück, nicht ganz auf Null. Das wäre der Zeitpunkt, als die Erde nicht bedeckt war von Lebewesen. Die Kontinente, bevor sie Teil wurden der Biosphäre, ist auch schon angesprochen worden, zunächst von einem Bakterienrasen überzogen. Und später sind komplexere Organismen aufgetreten und die machen was mit der Erdoberfläche. Das können wir immer noch nachvollziehen an all diesen Stellen, wo neuer Boden geschaffen wird, etwa an der Meeresküste, am Strand, wo irgendwie eine Sturmflut vielleicht Vegetation zerstört hat, eine Düne wird aufgeschüttet. Und was passiert dann? Das nehmen wir so als selbstverständlich hin. Klar, da kommen die ersten Pflanzen, die versuchen da Fuß zu fassen. Das sind die kleine Gräser vielleicht. Später dann kommen andere hinzu, Strandhafer, und die können dann gegebenenfalls die ganze Düne bedecken. Und dann kommen weitere Pflanzen hinzu, die dann davon profitieren, dass das Gras so ein bisschen den Boden bereitet hat. Der Sand ist schwierig. Als Lebensraum, weil der ganz schlecht das Süßwasser festhält, was Lebewesen benötigen zum Existieren. Der ist sehr extrem. Im Sommer wird Sand sehr heiß, das wissen wir, dass man da kaum drauf treten kann. Das heißt, die einfallende Sonnenenergie wird in einem hohen Maße direkt in Wärmeenergie umgewandelt. Das ist schon mal ganz relevant, sich klarzumachen. Es kommt ja Energie rein, auf die wir noch zu sprechen kommen müssen. Und im schlechteren Fall wird sie direkt zu Wärme, zu Hitze, und dann kann man eigentlich mit dieser Energie nicht viel anfangen. Pflanzen, was machen die? Die betreiben Photosynthese und wandeln diese Lichtenergie um in biochemische Energie, in Biomasse und bedecken die Dünen. Und dann geht das so weiter mit der Sukzession, wenn diese Dünen älter sind, kommen immer mehr Pflanzen hinzu, Heidekrautgewächse. Der Boden wird an Humus gewinnen, es wird feucht, es können sogar dann kleine Moore in diesen sogenannten Graudünen entstehen. Wir sehen schon, wir machen gerade hier so einen Strandspaziergang, beziehungsweise einen Spaziergang weg vom Strand auf Amrum, von der Wasserkante rein ins Land. Aber auch hier war mal Sand. Und dann haben halt die Pflanzen angefangen zu arbeiten. Nach den Heidekrautgewächsen kommen die Bäume, wie etwa Birken oder Kiefern hier im Bild, und da sehen wir schon so ein bisschen, was Natur oder Ökosystem ausmacht. Ressourcen werden genutzt, um was aufzubauen. Hier arbeitet ein System schafft Ordnung, schafft Strukturen, die nach einem durchaus erwartbaren Muster aufgebaut werden. Wenn eine Kiefer aufwächst, sieht sie immer aus wie eine Kiefer.
Also es ist kein chaotisches Geschehen, es ist etwas Gerichtetes und es ist Wachstum. Und wenn das fortläuft, jetzt sind wir hier mal in andere Regionen gesprungen, aber das könnte theoretisch oder gibt es auch auf Amrum dann im Inselinnern einen Laubwald, das wäre dann die nächste Stufe, wo dann tatsächlich Arten ausgetauscht werden und nachher der Boden das schlicht auch hergibt, dass sehr große Bäume aufwachsen können und es gibt dann ein anderes Gesicht dieses Ökosystems oder es ist ein anderes Ökosystem, ein Laubmischwald. Das sind so die Dinge, die wir hinnehmen. Jetzt machen wir mal ein bisschen weiter noch mit so einem Waldspaziergang, nicht, wo uns die Bäume faszinieren aus verschiedenen Gründen, weil die groß sind, größer als wir, sehr alt werden, an den unmöglichsten Stellen Platz finden, aufwachsen und der Landschaft ihren Stempel aufprägen. Was heißt das eigentlich genau? Das heißt, das, was vorher kahl war, nackt, irgendwelche Felsflächen, die genauso in der Sonne sich aufheizten, extreme Standorte waren, sind irgendwann Teil eines Waldökosystems, das sein eigenes Mikroklima macht. Es ist kühl da drin, feucht und das System schafft immer mehr Strukturen, die letztendlich die Wachstumsbedingungen verbessern. Etwa dann die alten Bäume, die absterben und in einem Urwald, was wir in Wirtschaftswäldern nicht so sehen, zu Boden gehen, dort verrotten und dieses Verrotten ein wesentlicher Prozess ist, nicht nur um Nährstoffe zurückzugeben an den Boden, sondern tatsächlich diesen Boden aufzubauen, anzureichern mit organischen Stoffen, mit Humus, damit stetig die Wasserspeicherfähigkeit zu erhöhen. Und eigentlich, was wir hier sehen, ist eine Eskalation des Lebens, eine Eskalation der Lebensfähigkeit und der Arbeitsfähigkeit. Und ich sage bewusst Arbeitsfähigkeit, weil es so ist, dass Arbeit von Physikern so definiert wird, dass Energie aufgenommen wird und genutzt wird für bestimmte Zwecke, etwa um Strukturen zu bilden, um Bewegungen zu ermöglichen, etwa von Organismen, die hier leben im Wald, irgendwelche Tiere, die herumhuschen und sich am Holz laben oder anderen Tieren nachstellen und was es alles gibt. Das System eskaliert in Form auch der Diversität. Während am Anfang am Strand irgendwie da die 2, 3 Arten zu sehen waren, treten immer neue Organismen hinzu. Auch im Wald ist das so, auch wenn dann nachher dunkel und nur grün aussieht, sind viele Arten unterwegs. Viel von dem Leben in einem Buchenwald, den wir gerade gesehen haben, spielt sich dann auch unterirdisch ab, spielt sich ab in den Pflanzen, etwa Pilze, die in toten, aber auch in lebenden Bäumen unterwegs sind. Und was machen? Sich einklinken in einen Strom von Stoffwechsel, in einen Strom von Energiefluss. Ja, Energiefluss, der mit der Sonne beginnt und dann bei den Organismen vielleicht endet, die Materie letztendlich wieder abbauen. Die Pilze sind dann dabei. Das System nutzt Energie, baut sich auf und erzeugt jede Menge emergente Eigenschaften. Also dieses Wachsen und Gedeihen ist ja schon eine emergente Eigenschaft der Interaktion aus den einzelnen Komponenten. Es passieren aber auch weitere Dinge, die jetzt vielleicht nicht vorhersehbar waren, die aber am Ende dem System nützlich sind, wie etwa das, was mit dem Wasser zu tun hat. Ich habe schon gesagt, der Boden wird immer humoser, wird schwammartig, da gibt es Mikroorganismen drin, Regenwürmer, die Poren durchsetzen diesen Boden und das führt zu einer besseren Wasserspeicherfähigkeit. Und in der Tat hält so ein alter, reifer Wald Wasser sehr gut zurück, aber klar, wenn viel Wasser da ist, fließt es auch raus und das sieht dann gegebenenfalls so aus, wie hier Wasser, was aus einem Urwald kommt in Rumänien. Wenn wir das so sehen, was würden wir sagen? Das können wir ohne Bedenken trinken. Das ist nämlich reines Wasser. Das heißt, hier ist das System mit dem Wasser so umgegangen, dass alles, was Nährstoffe betrifft und Organismen, Bakterien,
im Grunde zurückgehalten wird. Das System wird effizient. Es ist nämlich eine Effizienzsteigerung gegeben durch dieses Schaffen, Wirken, Wachsen und Arbeiten des Ökosystems. Ökosystem kommt ja ursprünglich aus dem Griechischen, Oikos, Haushalt. Haushaltssystem ist unheimlich trefflich gewesen, dieser Name, denn hier wird gewirtschaftet mit knappen Ressourcen und zwar effizient. Jetzt gehen wir ein paar Meter weiter aus diesem Urwald raus in Rumänien, in den rumänischen Karpaten und sehen ein solches Bild. Und da erkennen wir, das Wasser sieht anders aus. Das ist gelb. Es ist beladen mit Boden, mit Nährstoffen. Und dann fragen wir uns, da hat es nicht hingehauen mit der Effizienz. Wie ist das gekommen? Und dann, klar, sehen wir, es gibt aber Wege, die in den Wald führen und es gibt menschliche Anwesenheit, es gibt Nutzung. Das heißt, dieses Ökosystem ist gestört worden, es ist nackter Boden entstanden, es kommt bei schwerem Regen zu Erosion und das System verliert Komponenten von sich selbst, verliert Nährstoffe, verliert Substrat. Hier wird also der Vorgang oder das Phänomen dieses Wachsens und immer effizienter Werdens umgekehrt durch die Nutzung. Das ist etwas, was relativ typisch ist für viele menschliche Aktivitäten. Klar, wir sind als Tierart darauf angewiesen, im Ökosystem zu leben, Ressourcen zu nutzen. Allerdings, klar, gibt es dann ab einem bestimmten Niveau von Eingriffen diese Nebenwirkungen, die dann dazu führen, dass hier etwas umgekehrt wird. Hier ist in Italien auch im Hintergrund ein alter Buchenwald zu erkennen, hier auf einer Freifläche. Es ist zu schwerer Bodenerosion gekommen nach Landwirtschaft, was allerdings dann auch bedeutet, dass hier für lange Zeit sicherlich kein Buchenwald mehr wachsen kann. Das heißt, das System ist zurückgesetzt auf einen Zustand, der ja, sehr lange her gewesen ist. So, und das ist das, was wir begreifen müssen, was Ökosysteme tun. Sie arbeiten mit dem Standort, sie arbeiten permanent an sich selbst, sie bauen sich um, bauen sich auf und haben dann diese emergenten Eigenschaften, die nicht alle direkt dem einzelnen Organismus vielleicht nützen. Oder eben doch, wenn ein Baum wurzelt, hält er sich fest und sieht zu, dass er nicht umfällt. Macht aber dabei mit seinem Wurzelwerk auch einen anderen Job in dem System, insofern als dass er Boden festhält, stabilisiert und Erosion verhindert, auch durch sein Laubdach, sodass gar keine schweren Regentropfen auf den Boden gelangen und so weiter. Damit schützt er Organismen, die im Boden leben, wie etwa die Pilze, die man hier sehen kann, ein Baum, der frisch umgefallen ist, man sieht diesen weißen Schleier an den feinen Wurzeln, ein Geflecht von Mykorrhiza-Pilzen, die mit dem Baum zusammenarbeiten und ja, deutlich machen, dass viel Interaktion passiert allemal, von deren Bedeutung wir ja auch schon viel erfahren haben, insofern als dass hier wiederum eine Symbiose an der Arbeit ist, die dem Boden gut tut, dem Baum und den Pilzen das Leben erleichtert und dem Gesamtsystem. Aber dennoch, klar, kann die beste Effizienz nicht davor bewahren, dass ein Baum halt auch mal umfällt. Und dann gibt es doch auch mal nackten Boden an der kleinen Stelle, mitten im Wald. Und das ist allerdings dann in diesem System auch Teil wiederum von anderen Mechanismen, insofern als dass die Vielfalt von Lebensbedingungen und Organismen sogar angekurbelt wird. Das sehen wir gleich. Aber solange es irgend geht, werden Bäume versuchen, sich festzuhalten, das zu vermeiden, weil es ist ja auch eine enorme Investition, das muss man klar sagen, auf der Ebene des Individuums, ein paar Jahrhunderte lang gegebenenfalls, ein Stamm auszubilden, eine Krone und diese ganze Struktur, die dafür da ist, Energie einzufangen. Also Investitionen ist ein wirtschaftlicher Begriff auch und das ist nicht verkehrt, darüber zu sprechen. Völlig logisch, dass wir hier nur nicht von einer Intention ausgehen können, das macht es ja so spannend, sondern das ist etwas, was im Rahmen der Evolution passiert. Insofern sehen wir ja, da gibt es irgendwie diese Getriebenheit offenbar
in den ökologischen Systemen. Von einfachen zu vielfältigen Strukturen, von kurzlebigen hin zu langlebigen. Und klar, belohnt wird das gegebenenfalls mit einer besseren Effizienz. Und wenn es belohnt wird im Rahmen der Evolution, wird es sich vielleicht eher durchsetzen. Insofern sind viele Mechanismen entstanden auf den verschiedenen Ebenen von Resistenz, klar, dass Bäume möglichst nicht umfallen, aber wenn sie dann mal umfallen, dass sie einfach wieder aufstehen, wie das hier passiert ist im Falle einer meiner Lieblingsbuchen in einem walisischen Wald, wo sozusagen aus dem Umfallen, etwas Positives Achsen ist, dass nämlich der Baum sich dann auch noch vervielfältigt hat, dass aus dem umgefallenen Stamm mehrere Bäume aufgewachsen sind. Es zeugt schlicht von der Lebenskraft in einem solchen Ökosystem, die von irgendwo herkommen muss. Was treibt das Ganze denn an? Ne? Und auch, ich habe es gesagt, im Urwald, klar, gibt es dieses Umfallen von Bäumen, Plätze werden frei, da springen dann aber andere Arten rein, sodass die Vielfalt sich erhöht, die Vielfalt der Optionen, hier auch Wald zu machen mit verschiedenen Baumarten. Und genau, auch so ein aufgeklappter Wurzelteller ist dann eigentlich ideal, um neu zu starten, weil da ist ein bisschen Licht da, man hat ein bisschen Platz, hat eine Bühne obendrauf, wird nicht direkt vom nächsten Reh gefressen, sodass in der Tat hier wir erkennen, dass ja, die Dinge ineinander greifen und Erneuerung Teil ist auch vom Absterben. Und letztlich ja, gibt es dieses effiziente System. Ich bin jetzt hier immer in Buchenwäldern unterwegs gewesen als ein europäisches Beispiel, aber das sehe ganz ähnlich aus in anderen Waldökosystemen. Und das sah auch schon so aus vor Hunderten von Millionen von Jahren. Folgte das Ganze eigentlich ähnlichen Gesetzmäßigkeiten, obwohl nicht eine einzige Art in diesen Wäldern, die später zu unserer Steinkohle wurden, etwa ja, heute noch existiert. Es sieht aus wie Wald, es war gemacht, zugegeben, von weniger Arten, weniger Baumarten, ganz andere Verwandtschaftsgruppen, wie wir wissen, das waren zunächst fahnenartige, die Bäume waren, später Nadelbaumartige, die dominierten und erst später sind diese Blütenpflanzen hinzugekommen. Aber das Prinzip ist das gleiche. Sobald es ging, sobald da die Voraussetzung geschaffen worden, dass Pflanzen Stämme ausbilden konnten, offenkundig verholzen, wurde die dritte Dimension erobert und hat das System effizienter gemacht, weil wir können das hier direkt uns vorstellen, wenn wir in so einen Wald schauen. Wir wissen, grüne Blätter sind verantwortlich für das Einfangen von Energie. Die Oberfläche hat sich halt unerhört vergrößert im Vergleich zu einem Algenrasen auf dem Felsen oder im Vergleich auch zu einem Grasrasen auf einer Düne. Also könnte sein, dass da mit der Energie so einiges los ist. Immer wieder systemische Eigenschaften. Wir haben das Zusammentreten von Komponenten, in diesem Fall Zellen, Organismen, Arten, Teile von Ökosystemen fügen sich zusammen zu größeren und ja, die emergenten Eigenschaften können sicher negative Konsequenzen fürs Gesamtsystem haben und positive. Wenn es positive sind, können wir davon ausgehen, dass das System dann länger am Start bleibt, nachhaltiger existiert. Ich will es mal so ganz abstrakt veranschaulichen. Wir haben hier so drei Teilsysteme, die existieren und in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung sind. Diese Wechselwirkungen sind energetisch und diese roten Pfeile bedeuten, es kommt irgendwie ein Energieinput rein. Und genau, was passiert? Die Systemkomponenten treten zusammen und ja, bilden Systeme höherer Ordnung, wo die Teilkomponenten immer noch da sind. Und es gibt halt eine Menge Indizien dafür, die haben wir im Wald schon gesammelt, dass Effizienzgewinn eine wesentliche Rolle spielen könnte. Und zwar Gewinn von Effizienz beim Zusammenhalten von knappen Ressourcen, wie Nährstoffen etwa und Wasser,
aber vor allem selbstverständlich auch Effizienz beim Gewinnen von Energie. Und so geht es dann immer weiter und so wachsen diese Systeme in geschachtelten Formaten immer größer heran. Also das auch eine Form von Wachstum. Wir hatten das an anderer Stelle schon mal besprochen. Ein wesentliches Prinzip am Ende ist der Evolution, nicht nur aus Mutationen immer etwas mehr zu machen, sondern wesentlich auch durch Rekombination, durch Kombination, in dem Organismen zusammengebaut werden, wo Bakterien von Zellen gefressen wurden und nicht verdaut wurden und dann zu Organellen wurden, wie die Mitochondrien, Chloroplasten und wo am Ende so Überorganismen gebaut werden, sogenannte Holobionten, die wir selbst auch darstellen. Ne? Also wir sind, und zwar ganz schön viele, nicht nur Zellen, sondern auch noch Zellen in den Zellen. Und hier nochmal der Verweis darauf, dass wir diese Schachtelungen haben, als wesentliches Prinzip über alle Systeme hinweg, was uns auch mit allem verbindet. Also von den Atomen, die nicht die kleinste unteilbare Einheit darstellen, nicht die Elektronen, Protonen, Leptonen, Bosonen, alles was noch da drunter ist, bis hin dann zu den großen Strukturen. Und der Hinweis nochmal, ja, wie funktioniert das? Nicht als hierarchisches System, das dann sozusagen die höchste Ebene die Befehle gibt. Nicht? Das Ökosystem befiehlt, was die Arten zu tun haben, sondern es ist noch komplexer, nämlich insofern, dass alle Teilkomponenten funktionale Systeme sind, die arbeiten für sich und dann auch Wirkungen auf die Systeme höherer Ordnung ausüben. Das ist etwas, was vor etlichen Jahrzehnten entdeckt wurde, beziehungsweise deutlich auf den Punkt gebracht wurde, interessanterweise nicht von einem in erster Linie wissenschaftlich arbeitenden Menschen, sondern von einem Schriftsteller, Arthur Koestler, der sehr vielseitig unterwegs war und der hat das Konzept der Holonik geprägt. Er hat den Begriff des Holons vorgeschlagen als Baustein dessen, was diese Welt zusammensetzt und wo er versucht hat, auch eine Brücke zu bauen zwischen sehr atomistischen, reduktionistischen Ansätzen und auch nur einer schlichten Ganzheitlichkeit, indem er versucht hat, dieser Funktionalität da auf die Schliche zu kommen. Ein Kunstwort, Holon, als etwas, was klar auf Holos zurückgeht, ganz, ein größeres Ganzes, was aber immer auch ein On ist, ein Teil von etwas Größerem. Und das ist das, was wir alle sind. Wir alle, wir Atome, wir Moleküle, Menschen, Tiere, Pflanzen. Das ist also ein Exkurs, der aber zeigt auch, wie die Systemik da unser Verständnis von Funktionen der Systeme immer weiter vorangebracht hat. Wir haben also diese Systeme, die treten zusammen, werden immer effizienter, immer komplexer, völlig klar. Und das ist etwas, was in der biologischen Evolution, in der ökologischen Evolution zu beobachten war. Ich habe schon gesagt, die Steinkohlewälder vor ein paar Hunderten von Millionen von Jahren waren einfacher gestrickt als unsere Wälder heute. Da waren weniger Arten drin. Insofern sind heute mehr Kombinationen von Wechselwirkungen möglich. Bei den menschgemachten Systemen ist es auch so. Je mehr Menschen es gibt, desto mehr verabreden die sich Dinge zu tun, haben Vereine gegründet, Kirchen, Gemeinden, Unternehmen und diese Unternehmen werden zusammengefügt zu größeren Konzernen und das ist das, was auch unsere wirtschaftliche Welt prägt heute, große Komplexität mit diesen vielfältigen Verflechtungen und Systemabhängigkeiten. Also eigentlich folgt das dem gleichen Weg, wo wir immer auch die Frage im Hinterkopf haben, können wir das vergleichen? Kann man etwa ein Unternehmen mit einem Ökosystem vergleichen? Die Systemik würde suggerieren, dass das nicht völlig illegitim ist. Am Ende sind es halt größere ganze Holons, die bestehen aus diesen Teilkomponenten.
Komplexität wächst. Das sehen wir also. Eigentlich wird alles immer nur besser in der Welt. Es wird immer mehr, es wird größer, komplexer, vielfältiger. Also alles bestens. Vielleicht auch nicht. Es gibt nämlich durchaus auch eine Überkomplexität, die bedeutet, dass ein System letztlich aus so vielen Systemen besteht, aus so vielen Interaktionen, so vielen Rückkopplungsprozessen, so vielen emergenten Eigenschaften, dass die Kohärenz nicht mehr gewahrt werden kann. Und das ist etwas, was wir vielleicht hin und wieder auch schon in menschgemachten Systemen beobachten, aber eben auch nicht nur dort. Also das ist etwas, was in Ökosystemen passieren kann, wenn etwas zu komplex wird und vielleicht dann auch ein Stressor von außen Druck ausübt auf das Ganze, kann das auch schon mal auseinanderfliegen. Und das ist immer eine Option, dass ein System, ein Holon sich wieder zerlegt in die kleineren Bestandteile. Am Ende passiert das regelmäßig auf dieser Welt. Es wurde von der Evolution sogar programmiert, nämlich in Form des Todes von Organismen, als eine Bedingung dafür, dass Neues entstehen kann. So wie halt das Umfallen eines Baumes im Urwald Platz schafft für neue junge Bäume und mehr Vielfalt und am Ende mehr Resilienz, werden alle Organismen am Ende ihres Lebens, zumindest die komplexen Organismen, zerlegt in ihre Bestandteile, bis auf die Moleküle runter und Atome gegebenenfalls, und dann wird wieder neu gebaut. Das ist auch Teil der Funktionalität von Systemen. Ich will aber jetzt hier nochmal bleiben, gerade zurück bei der Wirtschaft und diesen Verflechtungen. Da ist einiges gelernt worden in den letzten Jahrzehnten, dadurch, dass halt die Wirtschaft so globalisiert daherkommt inzwischen. Und diese Verflechtungen unüberschaubar sind, sich auch dann ab einem bestimmten Punkt der direkten Steuerung entziehen. Ne, da sind wir dann verblüfft. Aber wir dürfen nicht verblüfft sein, wenn wir Respekt haben vor Systemik oder Systemen. Klar, dass dann diese komplexen Verflechtungen emergente Eigenschaften erzeugen, die uns definitiv überraschen. Und das gilt bei Staatsfinanzen dann genauso wie bei überraschenden Wendungen im Schicksal von Unternehmen. Das ist hier eine Darstellung, jetzt schon ein bisschen älter, von Systemrisiken, die zurückgehen auf die gegenseitige Verschuldung von Staaten weltweit. Und das ist entstanden, als Griechenland vor allem in der wirtschaftlichen Krise war und wo deutlich wird, ne, das steht da irgendwo im Zentrum da unten und auch andere Staaten, Irland gehörte dazu und Italien, aber Griechenland war irgendwie im Epizentrum einer Eurokrise und das ist gar keine große Systemkomponente gewesen im wirtschaftlichen Geflecht von Europa, ne? Der obere rote Kreis ist das, aber so verflochten, dass da große Sorge herrschte, dass sich ja über das System bedeutende Schockwellen verbreiten könnten, wenn so ein kleiner Knotenpunkt ausfällt. Das ist dann die Kehrseite der Funktionalität von komplexen Systemen. Was ich spannend fand damals und in den letzten Jahren, wie sehr immer mehr systemisches Denken vorankommt in diesem Bereich und auch publiziert wird. Ne, hier ein Albtraum-Szenario in einer Zeitung, Financial Times, beschrieben wird und dann mit einer Abbildung, die nämlich komplexes Systemverhalten darstellt. Da sind wir also durchaus vorangekommen und ist die Einsicht ist da, the Ecology for Bankers, dass diese Ökologie, die Wissenschaft von Haushalten und auch von diesen komplexen Beziehungen nicht ganz verkehrt sind und dass wir verdammt nochmal uns mit Komplexität beschäftigen müssen, wenn wir begreifen wollen, wie auch die Systeme funktionieren, die wir geschaffen haben und die wir gegebenenfalls nicht mehr steuern können. Also vielleicht ein paar Schlussfolgerungen schon mal. Wir haben es gesagt, es gibt dieses Wachstum, es gibt diese treibende Kraft dahinter, dazu gleich mehr. Aber relevant, dass die Systeme, die da miteinander etwas tun, das in abgestimmter Weise tun. Wenn das nicht kohärent ist und konsistent, fliegen sie früher oder später auseinander. So, das wäre eine Eigenschaft
glaube ich, ein Schlüsselattribut von Systemen, die nachhaltig existieren wollen. Einfach in dem Sinne, dass sie lange am Start bleiben, lange funktionieren und eine Rolle spielen. Ja, und am Ende darum geht es ja in der Nachhaltigkeit. Wir wollen dabei bleiben und eine Rolle spielen auf dieser Welt, als Individuen, Familien, Unternehmen, Staaten, Menschheit. Und da ist es halt gut, sich das klar zu machen. Es gibt immer beide Richtungen. Operiert die Naturergebnis offen, grundsätzlich. Ne? Es wird zwar Innovation geschaffen, auch durch Rekombination, Schaffungssysteme, höhere Ordnung, aber wenn die nicht funktionieren, werden sie wieder zerlegt. Und die Frage ist halt, wie groß das Risiko ist, dass sie zerlegt werden. Und ich möchte jetzt nochmal tiefer einsteigen in die Frage, was treibt denn das nun wirklich? Effizienz, ja, aber wie wird das gemessen in diesen Systemen? Und wir hatten jetzt schon gesagt, offenkundig spielt da die Energie eine zentrale Rolle. Kein Wunder, alles ist Energie. Systeme sind am Ende materialisierte Energie, materialisiert in Form von Komponenten, die miteinander energetische Wechselwirkungen haben. Und was spielt sich da ab? Genau diese Effizienz haben wir angesprochen, dass mehr aufgenommen wird vielleicht von Ressourcen, die benötigt werden, Energie, Stoffen, Wasser, besser bei sich behalten werden und Verluste werden minimiert. Das ist ja erstmal eine wesentliche Eigenschaft von Systemen, dass sie überhaupt was sind. Also sie bilden eine Grenze aus. Ja? Und dadurch, dass es ein Drinnen und Draußen gibt, kann es überhaupt auch erst ein Haushalten geben. Ne? Und das ist also eine wesentliche Eigenschaft von diesen Systemen. Wir müssen über Energie reden. Tue ich zwar schon die ganze Zeit, aber da muss noch was hinzutreten, nämlich da gibt es eine Besonderheit im Vergleich auch zum Haushalten etwa mit Nährstoffen oder Wasser. Da wissen wir, Nährstoffe können in einem Kreislauf geführt werden im Wald. Wenn ein Baum umfällt, wird er zerlegt, Nährstoffe werden wieder frei, werden vom nächsten Baum genutzt. Mit der Energie ist das ein bisschen anders. Und das führt uns jetzt zu einem Thema, was für viele Menschen irgendwie aus dem Schulphysikunterricht bekannt ist, aber immer unangenehm vielleicht ist, die Thermodynamik, die gegebenenfalls die wesentlichen Gesetze beschreibt, die wir begriffen haben müssen, um zu verstehen, was diese Welt antreibt. Ja, und da, jetzt ein einfaches Beispiel aus der Technik, geht es darum, dass Energie offenkundig gewandelt wird von den Systemen, die da sind. Ja, es kommt Energie rein, es wird was gemacht damit, es wird Arbeit verrichtet und dann geht Energie wieder raus. Wir können auch feststellen, soweit wir das wissen, geht Energie nicht verloren. Das ist der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Sie wird nur gewandelt. Sie verändert nur ihre Form oder ihre Qualität. Das heißt, wir tun etwa in ein Auto Benzin rein und das ist dann eine Maschine, die erlaubt, biochemische Energie umzuwandeln in Bewegungsenergie und durch die Gegend zu fahren. Gleichzeitig allerdings auch Wärme produziert und das ist nicht zu vermeiden und das ist relevant. Wärme ist eine ganz besondere Form von Energie. Thermodynamik, das ist schon den ersten Hauptsatz genannt, hat zu tun damit, dass Energie umgewandelt wird. Die Menge der Energie bleibt gleich, die Qualität verändert sich. Und da kommt dann die Entropie ins Spiel. Ein Begriff, der zunächst mal entdeckt wurde oder ein Konzept auf Grundlage von Beobachtungen, dass auf dieser Welt manche Zustände wahrscheinlicher sind als andere. Und das ist hier dargestellt, dass wenn wir etwa zwei Räume haben mit zwei verschiedenen Gasen und wir öffnen die Tür, was wird dann passieren? Dann wird sich im Laufe der Zeit werden sich diese Gase vermischen. Ja, und das werden sich gleichförmig vermischen. Das ist dann auf der rechten Seite dargestellt. Wenn wir dann vielleicht die Tür wieder anlehnen oder überhaupt
ja, das System weiterhin so beobachten, werden wir nicht wieder erfahren, dass sich in den beiden Räumen die beiden Gase auftrennen. Das ist die gleiche Situation wie vorher dargestellt passiert. Das ist etwas, was auch im täglichen Leben beobachtet wird. Wenn wir eine Tasse Kaffee uns zubereiten, uns auf den Tisch stellen, wird die Wärme aus der Tasse in die Umgebung verpuffen und der Kaffee wird kalt. Wir haben noch nie beobachtet, dass eine Kaffeetasse spontan sich aufwärmt. Das heißt, es gibt eine Richtung von Prozessen. Und das hat damit zu tun, was da physikalisch wahrscheinlich ist, beziehungsweise ja, die Neigung offenkundig im gesamten Universum, dass alles einem ausgeglichenen, statistisch wahrscheinlichsten Zustand zustrebt, nämlich die, vor allem die Wärme, die bedeutet, dass Teilchen am Ende kinetische Energie haben, Bewegungsenergie, sich verteilt. Wenn man das wieder rückgängig machen will, muss man Arbeit aufwenden, das kostet richtig was. Das wissen wir. Da muss man nämlich wieder die Kaffeemaschine in Gang setzen und mit Strom betreiben und dann kann man die Kaffeetasse wieder warm machen. Man kann auch Wärme aus dem Raum hier wieder irgendwo konzentrieren an einem Punkt, aber es kostet Energie. Und da wird es verrückt. Also es kostet Energie, manchmal Energie bereitzustellen. Und zwar geht es da um Energie von hoher Qualität. Energie, mit der Arbeit verrichtet werden kann. Alles ganz schön kompliziert. Die Natur macht das einfach so. Die Pflanzen, was machen die? Die nehmen Sonnenenergie auf und die ist eine hochwertige Form von Energie tatsächlich, mit der kann man offenkundig Arbeit verrichten. Die Sonnenenergie regt Elektronen an in Molekülen in den Pflanzen und dann gibt es eine Photosynthese und dann können daraus Stoffe gebaut werden, die diese Energie für lange Zeit speichern. Und so ein Holz kann man dann 10 Jahre ablegen, 100 Jahre oder 100 Millionen von Jahren und als fossile Steinkohle wieder aus dem Boden holen und immer noch verbrennen. Also damit sich Kaffee kochen. Was also diese Ökosysteme tun, die Pflanzen vor allem, Energie in eine hochwertige Form überführen von Energie, die später zur Verfügung steht. Das ist alles vor Jahrzehnten schon gut beschrieben worden, ist zugegeben etwas sperrig und hat deshalb auch nicht Eingang in alle Schulbücher gefunden, was da mit der Energie so genau passiert und wie das die Welt antreibt. Der Ilya Prigozhin hat dafür den Nobelpreis bekommen, Systeme zu beschreiben als etwas, als Einheiten, die eigentlich Energie einfangen, dissipieren und entwerten. Ja? Und entwerten heißt, es gibt dann eine entlang der Möglichkeiten, was man mit Energie machen kann, eine Kaskade und am Ende wird es Wärme. Was Systeme tun, die verlangsamen das. Wir hatten das gesehen am Beispiel des Strandes. Sonne kommt rein, Sand wird heiß, wird sofort in Wärme umgewandelt. Mit dieser Wärme kann man nichts mehr anfangen. Damit kann man kein Ökosystem mehr bauen. Pflanzen verlangsamen das. Verlangsamen den Energiefluss und machen Energie in einer Form verfügbar, dass man etwas damit bauen kann. Das ist beschrieben worden, letztlich für Ökosysteme auch. Das ist der Trick. Und am Ende bedeutet das, dass dieses Gesetz des Universums, dass die Entropie zunimmt, die Unordnung, dass eigentlich alles immer nur abkühlt, beziehungsweise die Wärme sich verteilt und alles eher auseinanderfällt, als geordnet aufgebaut wird, das machen die Pflanzen andersrum, mit dem Trick der Photosynthese. Insofern können wir Ökosysteme als Bioreaktoren verstehen, da kommt Energie rein, da geht Wärmeenergie raus, bei manchen mehr als bei anderen. Je effizienter und produktiver Ökosysteme arbeiten, desto weniger Wärme geht raus. Und das hat dann auch damit zu tun, das ist dann eine Alltagserfahrung, ein großer, dichter Wald ist kühler als eine offene Graslandschaft. Und dieser Wald fängt halt die Sonnenenergie effektiv ein, baut sie um, legt sie fest, sorgt dafür, dass sie nicht sofort freigesetzt wird als Wärme. Und das bedeutet dann eine mehr oder weniger ausgeprägte thermodynamische Effizienz. Nicht? Und was dann passiert, diese Entropie,
dieses Maß an Unordnung im weiteren Sinne, die nimmt in dem Ökosystem ab, denn es wird Ordnung geschaffen. Allerdings wird dafür Energie eingesetzt, die hochwertig ist. Das ist halt der Preis, aber die besorgt sich das System von draußen, von der Sonne. Ja, also eigentlich ist Leben erstmal nur möglich dadurch, dass Energie runtergeladen wird von der Sonne auf die Erde, materialisiert wird. Und wenn das gut gemacht wird, geht erstmal für lange Zeit weniger als Wärmeenergie verloren. Ein weniger effizientes System wird mehr Wärme direkt freisetzen und mit der kann man nicht viel Start machen. Ja, insofern ist das etwas Relevantes, auch selbstverständlich für das Wirtschaften mit Energie, wo wir als Menschen genauer drauf schauen könnten, was da eigentlich diese Ökosysteme machen, mit diesen vielen kleinen Komponenten am Ende Energie entwerten, ja, Schritt für Schritt, bis hin auch immer zu Wärme. Am Ende schwitzen wir alle und produzieren Wärme, die nicht mehr tauglich ist dann für unser Leben oder andere Leben. Aber klar, ein effizientes System kann die Energie lange festhalten und diese Energie, mit der Arbeit verrichtet werden kann, nennen Physiker Exergie. Und wenn Ökosysteme diese Energie bereitstellen, mit der Arbeit gemacht werden kann, wird von Ökoexergie gesprochen. Und am Ende ist das ein Maß für die Arbeitsfähigkeit, physikalische Arbeitsfähigkeit von Ökosystemen. Also physikalische Betrachtung von Ökosystemen, ganz einfach, es geht was rein, es geht was raus, im System passiert was, aber es sind die Systeme besser, die erreichen, dass viel Input genutzt werden kann und wenig Output, wenig Verlust passiert. So einfach ist das. Daraus ergeben sich so Zielfunktionen, die ein System sich noch nicht mal selbst überlegen muss, noch nicht mal sich vergegenwärtigen muss. Natürlich gibt es da kein Bewusstsein, aber die schiere Existenz führt dazu, dass im Rahmen der Evolution diejenigen Systeme belohnt werden, die effizienter arbeiten, die mehr schaffen, mehr Energie reinzuholen und zu dissipieren, zu entwerten und das entlang von längeren Ketten, bis das Ganze zu Wärme wird. Es geht also um die Verlängerung der Verbleibzeit der Energie, es geht um das Maximieren der Energiespeicherung im System. Das macht Systeme besser. Und wie machen Ökosysteme das? Naja, mit unter anderem der Vielfalt, mit längeren Nahrungsketten etwa. Ja, wenn also ein Bakterium gefressen wird von einem Einzeller und dieser Einzeller von einem größeren Tier und von einem noch größeren Tier und die Ketten sehr lang sind, verlangsamt das die Zeit sozusagen, in der Energie verloren gegangen geht. Und während das dann durch diese Nahrungsketten strömt, diese Energie, kann sehr viel Arbeit verrichtet werden, die zum Umbau vom System führen, zu einer Verbesserung, zu mehr Effizienz, zu immer mehr Funktion. Und das ist das, was passiert ist jetzt im Rahmen dieser emergenten Eigenschaft des globalen Ökosystems und im Rahmen der Eskalation des Lebens. Immer mehr Organismen tun was miteinander. Und heutzutage sehr viel mehr als zu Zeiten des Steinkohlewaldes. Es gibt nicht nur einfach mehr Arten, es gibt viel mehr Interaktionen. Und bei diesen Interaktionen gibt es auch sehr viel mehr Kooperationen, Symbiosen, wie etwa Bestäubung, wie etwa Bakterien, die Pflanzen dabei helfen, besser zu leben, Pilze, die mit Pflanzenwurzeln interagieren, Mykorrhiza-Symbiosen ausbilden. Und da werden wir im Moment fast täglich überrascht, auch von immer neuen Beziehungen, die man kaum erahnt hat, gerade Mikroorganismen, die in Pflanzen leben, in Tieren, wo wir erkennen, es gibt ein Mikrobiom, haben wir als Menschen verstanden, das im Grunde so eine Art Organ von uns ist, obwohl das gar nicht aus Menschenzellen gemacht wird, sondern von Bakterien, die aber dann Einfluss ausüben auf unsere Verdauung, auf unsere Gesundheit, auf unsere Stimmung, auf Entscheidungen gegebenenfalls. Und das passiert halt auch in Pflanzen, um hier nur so ein paar Artikel durchziehen zu lassen, Entdeckungen, dass Mikroorganismen genetische Programme helfen können, an- und abzuschalten in Pflanzen,
die dann dazu beitragen, dass diese Pflanzen dürreresistenter sind. Ja, das sind alles Verschachtelungen, Interaktionen, die am Ende nur das eine bewirken, nämlich, dass das System höhere Ordnung, das Ökosystem besser wird, besser im Sinne von mehr Arbeit verrichten kann, mehr Energie einfangen und nachhaltiger am Start zu bleiben. Es ist halt dann auch nicht verwunderlich, dass es gar nicht dann nur um Austausch von Energie und Masse geht, sondern um sehr viel Kommunikation. Am Ende hatten wir das schon gesagt, ist Information auch eine Form von Energie. Und das stellen wir halt fest, das ist spannend, dass in reifen Systemen immer mehr Energie auch in Informationen umgewandelt wird und dass diese Information wesentlich auch zur Arbeitsfähigkeit beiträgt. Und das verstehen wir, glaube ich, auch aus einer menschlichen Perspektive, wenn wir dann erkennen, klar, eine Informationsgesellschaft hat sich diese Informationsmöglichkeiten, Informationstechnologie geschaffen, was auch die Möglichkeit vergrößert, sinnvolle Dinge zu tun in einem System. Das ist im Ökosystem auch passiert und wo es dann auf Grundlage dieser Zielfunktionen zu Eigenschaften kommt, zu emergenten Eigenschaften, die Funktionen sind und Bedingungen für die Existenz, also eigentlich Rückkopplung. Das System lässt Eigenschaften entstehen, die das System ermöglichen oder eben eskalieren lassen. Wenn wir nochmal zurückgehen auf den Dünensand, ne, geht es erstmal los mit wenigen Organismen, es wird Energie runtergeladen, aufgenommen im System, das System bildet eine Grenze aus, es kommt zu Wachstum, die Pflanzen werden immer größer, Energie wird in Masse umgewandelt, dann wird ins Netzwerk auch investiert und damit wächst die Vielfalt der Komponenten und die Vielfalt der Beziehungen, es wächst die Konnektivität, diese Verbindung von allem und eben auch die Information. Insofern können wir feststellen, in der Natur ist Wachstum eine Bedingung für Nachhaltigkeit. Allerdings erkennen wir hier auch, dass Bäume dann ja ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr größer werden. Also es gibt Grenzen des Wachstums für den Aufbau von Materie, Grenzen des Wachstums von Umsatz, von Stoffen, nicht aber für den Umsatz von Energie. Es wird allerdings immer mehr Energie am Ende umgesetzt in Informationen. Und das ist dann qualitatives Wachstum, was in dem globalen Ökosystem sicherlich nicht zum Ende gekommen ist. Die Evolution geht eigentlich weiter, wenn sie darf. Und es wird mehr Lebensformen geben, mehr genetische Informationen. Ist immer abundanter geworden. Und insofern, ja, Wachstum ist erforderlich. Die Frage ist, welche Form von Wachstum und wie wird da in dem Falle mit der Energie umgegangen. Und das Ökosystem macht halt auf der Erde, und das ist das einzige Ökosystem, das wir kennen. Es ist der einzige Planet, wo das passiert, ja, wo scheinbar der zweite Hauptsatz der Thermodynamik außer Kraft gesetzt wird. Nämlich die Entropie nimmt überall zu, alles wird unordentlich, alles wird schlechter im Sinne der Arbeitsfähigkeit. Auf der Erde ist das umgekehrt. Ja, seit Jahrmillionen wachsen die Möglichkeiten von Dingen, die man hier tun kann. Und das ist sicher eine wichtige Mission, die wir verfolgen sollten, dass das so bleibt und dass sich das nicht umkehrt. Dadurch, dass wir nämlich diese energiedissipierenden, entwertenden Systeme nachhaltig schädigen. So, klingt alles sehr geradlinig, Systeme wachsen und alles wird immer besser. Stimmt also. Es gibt allerdings ja auch Rückschläge. Das müssen wir auch noch mal kurz ansprechen. Es gibt auch in den Ökosystemen heftige Störungen von außen, einen Blitzeinschlag, ein Feuer, einen Meteoriteneinschlag, eine Flut. Alles, was schief gehen kann, geht auch schief. Und das heißt, ein erfolgreiches System, das nachhaltig sein will, kann sich nicht darauf beschränken, nur immer besser zu werden und immer effizienter zu werden, sondern es muss sich auf diese Rückschläge vorbereiten. Oder es muss Eigenschaften haben, die erlauben, dass nach einem solchen Rückschlag ein Neustart passiert. Und idealerweise schnell.
Das haben wir in den Wäldern schon gesehen, wo ein Baum umfällt und dann wachsen neue auf. Das ist eine Form der Selbstheilung, Resilienz, wie auch immer man das nennen will, aber nicht wenig relevant, völlig klar. Ne, weil diese Unfälle immer passieren, im Kleinen und im Großen haben sie das globale Ökosystem schon erfasst und haben schon auch mal Organismen betroffen, die eigentlich der Inbegriff von Nachhaltigkeit waren. Also die Dinosaurier etwa als Gruppe und auch Arten waren sehr, sehr lange, sehr erfolgreiche Tiere, sehr effizient, große Organismen, die das optimiert haben, viel Energie aufnehmen zu können, in sich speichern zu können, wenig zu verlieren. Und das hat gut funktioniert, bis dieser verdammte Meteoriteneinschlag kam und die Lebensbedingungen so drastisch verändert hat, dass sie ausgestorben sind. Und diese schweren Störungen können ohne weiteres ja auch das Ende bedeuten von allem, von der Biosphäre. Das ist theoretisch denkbar, dass es solche astronomischen, im wahrsten Sinne des Wortes, Einflüsse gibt. Und wir wissen aus der Paläologie, Paläoökologie, dass es durchaus schwere Einschläge gegeben hat. Das waren nicht immer Meteoriten, sondern Veränderung der Rahmenbedingungen, etwa durch Klimawandel, auch als Folge der Kontinentaldrift und so weiter, dass Organismen in großem Maße ausgestorben sind. Das ist eine Grafik, die zeigt die Zahl von Gattungen, also bestimmten Organismengruppen im Meer und wie viel Prozent hier tatsächlich in bestimmten Zeiten ausgestorben sind. Unten sind aufgetragen sind die Erdzeitalter, nicht sowas wie Devon, Karbon, Perm, Trias und so weiter. Diese Zeitalter unterscheiden wir auf Grundlage von Fossilien, auf Grundlage davon, dass nach einer bestimmten Schicht irgendwie bestimmte Organismen wegbleiben, ausgestorben waren, neue kommen. Und das beruht also darauf, dass es erhebliche Faunwechsel gegeben hat und Rückschläge. Und wir sehen manche Einschläge, wie etwa an der Perm-Trias-Grenze, die waren gefährlich. Da sind 84% der Gattungen der Lebensform im Meer verloren gegangen. Das hätte schlimmer kommen können. Was allerdings auch spannend ist, diese Massenaussterben, das sind diese roten negativen Peaks, auf die folgte immerzu eine Erholung und diese Erholung ist gegebenenfalls über die Zeit immer schneller geworden. Na, also nach diesem Aussterben der Saurier, nach der Kreidezeit, tiefer Einschlag hier auch, also es sind gar nicht nur die Dinosaurier gewesen, die dran waren, ne, 50% fast der Organismen im Meer verschwunden, ist aber die Erholung umso schneller erfolgt. Und insgesamt ist die Zahl der Gattungen gewachsen über die Zeit. Das ist könnte ein Indiz sein dafür, dass das Leben immer besser geworden ist und sich die Erholungsfähigkeit auch vergrößert hat, die Resilienz als Teil der Nachhaltigkeit des Gesamtsystems. Ne? Und damit hätten wir noch weitere Schlüsseleigenschaften, wenn wir beschreiben wollen, was ist nachhaltig. Es ist halt auch Resistenz und Resilienz. Störung aushalten ist das eine, als Baum nicht umzukippen. Das andere ist einfach wieder aufzustehen, wenn man umgefallen ist. Oder wenn das nicht geht, einen anderen Baum wachsen zu lassen. Und das ist in den Ökosystemen überall zu beobachten, als ausgeprägte Eigenschaft, etwa nach starken Einwirkungen wie ein Feuer hier auf den Kanarischen Inseln. Das ist die Baumheide, die oberirdisch abbrennt, aber dann aus intakt gebliebenen Wurzeln wieder austreibt und relativ schnell wieder das System in den effizienten Bereich zurückbringt. Also Photosynthese ermöglicht, Erosion verhindert. Ne? Auch relevant in unseren Ökosystemen in Zeiten von Waldbrand, Forstbrand, wie hier, wo dann diese Kiefern allerdings mausetot sind nach einem solchen Brand. Aber da gibt es dann andere Arten, die nach einem Jahr im Grunde schon gegebenenfalls reinkommen, wie Zitterpappeln und so, und sofort wieder anfangen, das Ökosystem weiter
zu betreiben oder auch tatsächlich eine Waldentwicklung gegebenenfalls wieder in Gang zu bringen. Wir erkennen damit, dass Ökosysteme immer besser werden, immer mehr Masse aufbauen, immer mehr Informationen, Netzwerk, wird das Ausmaß von Selbstorganisationen größer, Selbstregulationen, die Umweltbedingungen werden immer besser kontrolliert, das ist ganz entscheidend, und es wächst die Regenerations- und Reparaturfähigkeit und damit also Resistenz und Resilienz. Teil des Geheimnisses, warum das immer besser wird. Das sind so diese potenziellen natürlichen ökologischen Prozesse, emergente Eigenschaften, die bedingen, dass das nun schon erstaunlich lange anhält, seit ein paar Jahrmilliarden, ja, dieses Leben nicht abgerissen. Wenn es abgerissen wäre, hätte es neu starten müssen. Das war bislang nicht erforderlich. Das Ganze passiert auf einem Planeten, der nicht besonders groß ist und begrenzt ist. Ja, das ist auch noch dann ein Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Es gibt nicht unendlich viel Landfläche, um Wald zu machen. Es gibt nicht überall genügend Wasser, um da effiziente Ökosysteme entstehen zu lassen. Und das ist eine zentrale Herausforderung auch für das globale Ökosystem, mit den Grenzen zu arbeiten, die das Wachstum beschränken und suffizient zu wirtschaften. Und das, auch das tut das System lange schon erfolgreich. Wachstum, ja, gibt es immer wieder, zum Teil auch negatives Wachstum. Häufig muss etwas abgebaut werden oder verschwinden, damit Neues kommen kann. Auch das gehört zur Nachhaltigkeit, die kreative Zerstörung für die Innovation. So, das vielleicht mal so als Zusammenfassung. Nachhaltigkeit könnten wir beschreiben als Funktionstüchtigkeit von Systemen, auch unter sich wandelnden Bedingungen. Und diese Nachhaltigkeit entsteht auf Grundlage von physikalischen Gesetzen in Form von einer verbesserten Effizienz. Zudem muss gewährleistet sein, dass im Rahmen des Wachstums die Konsistenz und Kohärenz bewahrt bleibt. Wichtige Schlüsseleigenschaften sind Resistenz und Resilienz, und am Ende gibt es die Suffizienz.